Zurück bei Banishers, Ghosts of New Eden. So. Ich wollte noch kurz in dem Dorf. Was wollte ich noch machen? Ach ja, da hinten war da noch so ein Nebel, so ein dunkler Schatten. Den wollte ich eigentlich noch wegmachen, bevor wir dann zu Sika gehen. Das war hier hinten, oder? Oh. Dann komme ich hier nicht durch. Ach, jetzt. Da ist noch eine Puppe drin. Komme ich da rein? Hier war ich doch schon. Warum? Nein, hier war ich noch nicht. Nicht verschickter Brief, 6. April 1636. Das Fort steht noch nach mehreren Tagen des Widerstands. In der letzten Woche gab es schnelle und heftige Angriffe entlang der Grenze. Die Wilden haben viele tapferen Soldaten getötet. Aber wir bleiben stark. Die Eingeborenen dieses Landes sind sehr mutig und entschlossen. Als Soldat bewundere ich sie. Ich wünschte nur, sie würden verstehen, dass wir ihnen die Erlösung bringen wollen. Zweifelsohne werden sie die besten Christen sein, wenn sie unterworfen wurden. Später berichten, dass sie in großer Zahl anrücken. Späher berichten, dass sie in großer Zahl anrücken. Ich brauche Verstärkung und zähle auf die Teilnahme aller Kolonien. Hier ist diese Puppe. Der Soldat. Das sind ja alles die gleichen Puppen. Ich frage mich, wofür ich die brauche. Materialstück Aschgrauer Wirrling. Der Wirrling, der Aschgraue. Weg mit dem Scheiß. So. Noch ein Pilz. Truhe. Ah, Schlüssel zu Kolibris Beute. Weiße Krähe. Oha. Na, wenn es nur grün ist, muss ich nicht lange überlegen. Das war auch das Fragezeichen, das noch gefehlt hat. Sehr gut. Lohnt sich schon, sich umzuschauen. Das ist genau dasselbe. Ah, ich bin im Kreis gelaufen. Hä? Wie habe ich denn das hingekriegt? Ach so, hier gibt es keinen Ausgang. Ah, deswegen. Ich habe das nicht gecheckt. So. Also. Hier war doch noch Nebel irgendwo. Wo war denn das? Diese Krähe ist auch so komisch. Hier ist dieser Nebel, alles klar. Mein Gott, ist hier so dick. Ich kann problemlos sehen. Dafür bist du bei mir, Antea. Ein läppischer Baumstamm, der macht mir gar nichts. Es ist aber gar nicht mehr im Dorf, oder? Oh, hallo. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Was war das denn für ein das heftiger Ding, Schlag? Das Sieger bekämpft hat. Wer glaubst du war das? Sah aus wie ein Soldat. Vielleicht war das sein Vor. Der alte Mooskopf? Der Schlag, den er mir gegeben hat, war übelst heftig. Da ist noch eine Truhe, die hole ich mir. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Ich habe so viel Geld irgendwie. Ja, ich glaube, das kann auch nicht schaden, wenn man das anzündet. Auch wenn es jetzt keinen direkten Effekt mehr hat, aber das passt schon.
Das war alles. Das kann ich eh noch nicht machen. Das auch noch nicht. Gut, dann kann ich ja gehen. Jetzt habe ich hier halt ein Fragezeichen. Ist doch egal, komm. Das ist nicht weiter schlimm. Schon wieder schlimm, Efeu. So wuchernd wie gewöhnliches Unkraut. Na gut, das kriege ich auch nicht weg. Meine Freunde und Kameraden liegen um mich herum, sie sind alle tot. Die stille Kälte umgibt mich, ich starre auf das Wasser und denke an zu Hause. Wir waren einst so prächtig, jetzt sind wir Futter für die Aasfresser. Wir hätten nie zu diesem verdammten Vorkommen sollen. Kann sein, dass ich das auch schon gelesen habe, bin mir nicht sicher. So, den Schatz des Kolibri haben wir gefunden. Das war noch so ein großer Teil, der noch offen war. Gut, dass ich das noch gemacht habe. Ich verstehe nicht, was das für ein Vogel ist. Kann ja kein Bug sein, oder? Dafür ist er fast so einzigartig. Okay, weiter geht's. Hast du etwa gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein. Seid ihr bereit? Gut. Sie erwartet euch. Sind Hexen immer so begriffsstutzig? Naja, warum sollte ich sie jetzt beleidigen? Bereit wofür? Deine Herrin zu treffen? Cyridin. Ja. Auf einem Boot. Wird bestimmt ein Spaß. Nein. Wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Du bist schroff. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Cyridin, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht. Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Gib mir Mühe. Anthea sollte uns nicht so überschätzen. So gut sind wir noch nicht. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herrin sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Was für ein Gentleman er doch ist. Der so. Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Labanna und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich. Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Irrmaus. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Cyridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Was für ein Chaos. Was ist hier passiert? Menschen, Krieg, das ist hier passiert. Über Old Saul, über Cyridin. Dieser Old Saul, was will er? Störung, Blutvergießen, Cyridins Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also einst gekannt haben. Wir könnten euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Cyridin wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Na gut, von mir aus. Was könnt ihr uns über eure Mentorin erzählen? Ich könnte euch so einiges erzählen, aber das werde ich nicht.
Sie ist eine äußerst alte Hexe, die diesen Garten bereits seit sehr langer Zeit hegt und pflegt. Das ist alles? Glaubt mir, das ist mehr, als ihr wissen müsst. Ich bin mega gespannt, sie kennenzulernen. Ich glaube, wir überbrücken jetzt diesen ganzen Weg, den man ja eh nicht hätte laufen können. Willkommen auf Ceridines Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Ceridines Insel. Oh, recht schön hier. Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Wir treffen uns schon bald dort. Aha, okay. Ich dachte schon, sie kommen nicht mit. Das ist ja auch komisch. Aber sie wartet dort. Okay. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Aha, sie kann rumporten. Okay. Das ist ja cool. Können wir das auch? Was ist das? Verbannerregel Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whiz Beach-Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Lieber nicht. Ich sollte da nicht rumfuschen. Dann fliege ich noch in die Luft. Also sie ist der Lehrling von Ceridine, oder? Vielleicht soll Zika ihren Platz dann später mal einnehmen. Und hier diesen Sumpf oder dieses, keine Ahnung, was das für ein Gebiet ist. Das ist schon ein Sumpf. Und diesen Sumpf quasi weiter beschützen. Und einen Blick auf die Karte werfen. Ah, okay. Das ist genau, das war der Weg, oder? Den wir nicht überqueren konnten. Und ja, genau, hier. Hauptquest, Nebenquest. Gut, perfekt. Geisterverbannung? Spukermittlung sehe ich gerade keine auf der Karte. Eine neue zumindest. Müsste hier auch noch irgendwann mal was aufploppen. Das war ja beim letzten Mal auch so. Aber einfach jetzt mal weiter der Hauptquest folgen. Ich habe da keinen Stress. Hier ist eher ein Lager, perfekt. Platzangst hast. Irgendwann muss ich mich auch mal ausruhen. Solltest du gut. Auch nicht hier durchgehen. Das war mega eng. Okay. Ceridines Insel. Schnellreisen sind jetzt möglich. Das ist wunderbar. Ausruhen muss ich mich eigentlich nicht. Ich kann gar nichts machen. Okay. Dann können wir ja weitergehen. Was zum Zerstören? Weiter geht's. Keine Chance. Schlingen-Efeu, Spektralnetz. Und da kommt noch einiges dazu. Was Anthea lernen kann. Aufgeknüpfte Puppen. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Eine Art Voodoo-Zauber vielleicht. Seekers schwarzer Teich. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmouth nennen. Was ist das? Anthea? Ach, das ist ja... Das ist ja komisch. Das sieht aus wie eine Eisschicht, aber es ist Stein, glaube ich. Hier kann sie ja auch wieder hinporten wahrscheinlich. Das sind wie so Schnellreiseports. Deswegen kann sie sich so schnell bewegen. Hat vielleicht auch mit diesem Material zu tun. Nein, so war das nicht. Ich wusste, wer ich war, nur ich war verloren und wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten Fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie. Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Die ist ja mega groß, ey. Krass. Kennen wir uns? Oder sieht das nur so aus? Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren, vor Jahrzehnten. Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh. Denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Die ist so groß. Die sieht auch... wahrscheinlich ist sie 1000 Jahre alt. Sie sieht aber nicht so aus, natürlich. Warum haben diese Hexen so schwarze Finger? Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht ist das eine Nebenwirkung, wenn man Magie verwendet. Ich weiß es nicht. Wer seid ihr wirklich? Wer ist Seeker? Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Seid ihr mit dem Zorn des Albtraums verbunden? Cyrodiil kommt mir bekannt vor. Cyrodiil. Der Name kommt mir sehr vertraut vor. Natürlich. Ihr seid Schotte. Vor langer Zeit einst hieß ich auch Seeker. Ein alter Freund nannte mich Cyrodiil. Kleiner Sucher, sagte er. Cyrodiil, ja. Als ich einen neuen Namen brauchte, entschied ich mich für den, den er mir gegeben hatte. Oder zumindest eine Variante, die ich aussprechen konnte. Cyrodiil. Ich finde ihn durchaus passend. Wir müssen Antheas Körper zurückholen. Aber Seeker meint, das Haupthaus sei unerreichbar, der Nebel unpassierbar. Seeker hat recht. Der Nebel ist der Albtraum. Das hört sich ja gar nicht gut an. Sind diese Länder geplagt? Der Albtraum macht den Nebel? Ihr meint, dass der Albtraum den Nebel erzeugt? Der Nebel ist der Albtraum. Der Albtraum ist der Nebel. Sie nähren sich gegenseitig mit wachsendem Einfluss. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden,
Sie vernebelt ihnen die Sinne und ändert ihre Wahrnehmung. Aber ihr habt den Düsterwald bereits befriedet. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Okay. Ich habe ja immer noch die Theorie, dass das hier von Kate, die ehemalige Geliebte, dass sie der Albtraum ist. Diese Ähnlichkeit war einfach irgendwie, das kann ja kein Zufall sein, als wir da diese Bestie erledigt haben. Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort, aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Die werden ja wahrscheinlich auch gezwungenermaßen. Ich meine, war das noch eine Zeit, als Hexen verbrannt wurden? Wahrscheinlich schon, oder? Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen. Und ich habe wenig Zeit. Eure Novizin sprach davon. Es tut mir leid. Mir nicht. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten. Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies, wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen. Euer Band muss stark sein. Der Albtraum ist stärker. Wie können wir ihn besiegen? Und das hier oben ist ja so wie aufgeben. Wie können wir sie besiegen? Wie können wir es mit ihrer Macht aufnehmen? Ihr ergebt euch. Bedingungslos. Dem jeweils anderen. Als ihr verstarbt, liebste Anthea, zerfiel New Eden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat Recht, euch zu fürchten. Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere. Ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von New Eden aus ihren Klauen befreien. Mhm. Denen helfen, denen wir unser Schicksal schulden. Um New Eden zu erreichen und meinen Körper zurückzuerlangen, sollen wir ausgerechnet den Menschen helfen, die den Albtraum hervorriefen? Ja. Entschuldigt meinen Mangel an Enthusiasmus. Können wir nicht einfach zurück zum Haupthaus gehen und unsere Arbeit machen? Ihr müsst die Menschen aus dem Griff des Albtraums befreien. Nur dann könnt ihr New Eden Town durch die Leere erreichen und sie stellen. Wie gelangen wir in die Leere? Gibt es dafür ein Ritual? Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Seeker hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Das ist ja interessant. Wir haben einen verfluchten Gegenstand gefunden. Das ist eine Nebenquest. Woher wusste Seeker, wo ich zu finden bin? Über den Albtraum. Zeig mir deine Waren. Okay, interessant. Der Albtraum im Haupthaus war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser Albtraum? Unerbittlicher Zorn ist ein Fass ohne Boden für rachsüchtige Geister. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. Der Teufel, ich weiß doch. Ah, Deborah, siehst du?
Das hat doch was mit der zu tun. Das muss so sein. Was wisst ihr über Deborah? Nicht viel. Ich gehe den Menschen von New Eden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? War sie eine der Euren? Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Ja. Purer Hass auf die Menschen. Gleichzeitig wurde sie betrogen von Kate oder vielleicht sogar verraten von Kate. Das kann natürlich auch sein. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war, aber wir wissen nicht wie. Mit Hilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Sie hat sicher noch weitere. Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt, könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Seridine weiß extrem viel. Gut, dass wir sie getroffen haben. So. Am Strand, als ich beinahe ertrank, ihr habt Zika geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte? Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht? Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Ich weiß stets, was ich wissen muss. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen werden. Es ist die beste, die ich je versucht habe zu geben, meine Teuersten. Dann waren diese Krähen wahrscheinlich von ihr und sie kann dadurch sehen, was passiert. Macht ja auch Sinn. Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. Seridine. Oh. Ein Exilantengewand. Das ziehe ich mir, glaube ich. Salomons Anstecknadel. Bessere Waffen. Ich will das Gewand haben. Geld habe ich ja genug. Das ist eine andere Währung, oder? Das ist nicht... Ah, das sind Hexensteine. Interessant. Gut, dann warte ich halt noch. Seelenscherbe. Leersplitter. Okay. Kann ich auch was verkaufen eigentlich? Hat eine Heckenhexe zufällig was... Immer. Ach so, das ist alles, was ich habe. Na gut. Wir fanden kürzlich ein verfluchtes Objekt. Könntet ihr uns helfen, es zu reinigen? Wirklich? Und wieso gerade wir? Ja, ihr wisst ja, Zauber, Flüche, Hexen. Ich wollte euch nur necken. Es ist eine Freude zu sehen, wie ihr euch windet. Es gibt viele Wege, einen Gegenstand zu verzaubern oder einen Fluch aufzuheben. Seeker könnte euch helfen. Sprecht mit ihr. Sie ist ebenfalls neckisch. Scheint eine Hexeneigenschaft zu sein, offenbar. Habt Dank, Seridine. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben. Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? In dieser Welt zu bleiben. Viele leben für eines. Ein teurer Tausch. Ich gab ein Versprechen. Und ich werde den Preis bezahlen. Ich urteile nicht über die Abmachung, doch ich mache mir Sorgen darüber, was es euch kosten wird. Das frage ich mich natürlich auch. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Seeker wartet am Teich, um euch den Weg zu weisen. Nimm den Stimmschlüssel. Das
Das Spinnrad sieht komisch aus. Webt ihr damit? Selbstverständlich. Ich webe Essenzen, Red McGrath. Hexenstein. Ich weiß nicht, ob ich die Schwerter auch noch kaufen soll. Oder das Schwert und das andere Ding. Jetzt habe ich eh genug. 96, jetzt kann ich das auch noch kaufen. Kleidung. Die ist halt wieder viel schlechter. Oh Mann. Das sieht einfach komisch aus hier unten. Och Gott. Dann eher nicht, dann bleibe ich halt bei meiner. Na gut, von mir aus. Die Schwerter vielleicht noch? Ja, mein Teuerster. Hat eine Heck... Hol ich mir die Schwerter noch. Geisterparasit, mal schauen. Ob die vielleicht was taugen. Lebt wohl sehr. Das wird... Ja, doch. Was nicht ändern? Aha, weil ich aufgestanden bin. Okay. So. Vitalität. Relativ viel geht nach oben, aber die Gesundheit geht voll nach unten. Das ist ja auch doof. Ich halt bei meinem 10, 75, 11. Das ist halt immer noch besser. Na gut, jetzt habe ich halt viel Geld ausgegeben für nichts, aber was soll's. Greift zu. Nehmt euch, was ihr benötigt. Equilibrium. Nur Level 2. Nee. Stimmschlüssel. Ceridians handgefertigter Stimmschlüssel öffnet Leerrisse. Nice. Hier ist noch mehr. Lieder über den Mond. Liebes altes Kind. Solltest du je dein Schicksal erfüllen und nur ihn verlassen wollen, denke daran, dass es im Bauch des Mondes immer Platz für dich geben wird. Bis dahin möge mein bescheidenes Buch dich daran erinnern, dass du viele verborgene Schwestern hast. Madre. Notizen der Seeker. Zwischen den Runen befinden sich hingekritzelte Notizen. Auf der linken Seite findet ihr das Haus des Hades, der Unsichtbare, der Totengott vor. Sowie eine Quelle, Lethe, der Fluss des Vergessens und in der Nähe eine emporragende weiße Zypresse. Nähert euch nicht der Quelle. Eine zweite Quelle mit eiskaltem Wasser werdet ihr finden am See der Mnemoisine, Göttin des Gedächtnisses, vor dem Wächter Wache stehen. Sprecht, ich bin ein Sohn der Erde und des Sternenhimmels, der himmlischen Rasse, und auch ihr wisst dies. Und ab diesem Moment mit dem Pantheon der Helden werdet ihr herrschaftlich sein, niedlich. Lieber Persephone, die entlang des Saums tanzt, als Dionysos, der einmal geht und einmal wiederkehrt, andererseits lieber Orpheus als Eurydike. Damit Orpheus Seele singe im Duett mit der Lyra scharf wie eine Klinge, sie ließ Plutos bleierne Tränen fließen und der beiden Liebe in der Unterwelt sprießen. Ist Milton das Beste, was sie zu bieten haben? Beeindruckt mich nicht, eingebildeter Fatzke. Ein Ding ist ein Ding, wenn es zählbar ist, zahlen sie die erste Ordnung, Theano. Physis besteht aus grenzenlosen und begrenzten Dingen, sowohl der Kosmos als auch alles darin. Philolaus. Grenzenlose Dinge sind nicht zählbar, Dinge müssen als gemäß ihrer Natur sowohl zählbar als auch unzählbar sein. Furchtbar. Das ist so kompliziert, ey. Ein Bild zweier sich überschneidender Kreise. Vesikapsisis, eine geometrische Figur, die besagt, dass zwei sich überschneidende identische Kreise ein Portal zu einer anderen Welt erschaffen. Ah, zwei überschneidende identische Kreise. Ist das so eine Art Theorie von der Parallelwelt vielleicht? Oder ist... Hexenwerk,
Es fühlt sich unnatürlich an, gefährlich. Das Leben als Verbanner hat natürlich nichts mit Gefahr zu tun. Fair enough. So, ja. Könnte was mit der Lehre auch zu tun haben, ne? Das ist auch alles Magie. Cool. Ihr mögt eure Zeit verschwenden wollen, aber ich nicht. Ja, ist doch gut. Ich habe ja nur kurz geplaudert. Was mache ich jetzt? Soll ich mich hier weiter umschauen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Da ist eh nicht mehr viel. Was sind das für komische Geräusche immer? Toll. Wo gehe ich hin? Cedadine hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Edentown zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. In Ordnung. Wir haben es verstanden. Ihr habt euren Stimmschlüssel. Verliert ihn nicht. Euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Gut, verstanden. Ich frag nochmal ein bisschen alles ab. Erzählt mir mehr über euch, Sika. Wie soll ich das höflich ausdrücken? Nein. Okay, sie ist wie ein offenes Buch. Ich sehe das schon. Eher ein verschlossenes Buch mit 7 Siegeln. Ich bin neugierig. Was ist eure Meinung über den Albtraum? Ich denke, der Albtraum wurde durch die Verbrechen unserer Vorväter geboren. Und auch durch unsere eigenen Sünden. Bewundert ihr sie? Ich fürchte mich davor. Aber ich akzeptiere seinen Zorn. Ich auch den Regen akzeptiere. Und New Eden hat die Flut sicherlich verdient. Also was heißt denn das jetzt? Kann es sein, dass es am Anfang einfach der Geist von Deborah war und das Teil hat sich dann weiterentwickelt und alle und den ganzen Hass und so aufgesaugt? Sie hat jetzt gesagt, der Vorväter. Hat das was auch mit diesen, mit den, mit den Indianern dann zu tun? Dass der Boden verflucht wurde vielleicht, weil sie vertrieben worden sind. Als die Pilger gekommen sind. Ich weiß es nicht. Also, wer ist Deborah? Ich kenne keine Deborah. Ich glaube, ich habe noch nie eine Deborah gekannt. Okay. Leerwandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Cyridine es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Cyridine kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Na, ich kann mir halt vorstellen, dass man sich da drin verirren kann und dann kommt man nie wieder raus. Und für immer in der Leere zu sein, hört sich einfach mal richtig übel an. Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Einen Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Eine Truhe. Verschlossen und offensichtlich verflucht. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen?
Wir fanden sie in der Wildnis. Jemand hat wohl zum Schutz einen Geist an sie gebunden. Ah, ich glaube, ihr habt eine Truhe gefunden, die Viergott gehört. Wer? Wer bitte? Viergott Waterbury, hiesiger Geistlicher, Einsiedler, vor Jahren gestorben. Auf meinen Streifzügen bin ich des Öfteren seinem Geist begegnet. Verrückter alter Mann, aber relativ harmlos. Stand er auf verfluchte Truhen? Viergott Waterbury hatte Talent und das hat er dafür benutzt, Dinge wegzusperren. Dinge, die er als zu gefährlich für die Welt erachtete. Okay. Eine Truhe. Wie viele hatte er denn? Ich habe nicht gefragt und er hat nichts gesagt. Aber es ist mehr als eine. Vermutlich sind es viel mehr als eine. Er hatte ein Faible für Schmuck, den er wegsperrte, um ihn sicher aufzubewahren. Warum? Viergott Waterbury glaubte, dass irgendetwas in New Eden die Menschen für Okkultes begeistert. Er lag damit nicht falsch. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Truhen das sind. Wie bekommen wir sie auf? Warum wollt ihr sie öffnen? Das ist Dämonologie und ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn der alte Viergott nicht der Schlimmste war. Aber Viergott Waterbury, als er noch am Leben war, erzählte mir einst, dass sein Brevier ein Ritual der Freilassung beinhalten würde. Habt ihr dieses Brevier? Nein, aber ich weiß, wo ihr es finden könnt. Er verbrachte seine letzten Jahre in Abgeschiedenheit tief im Düsterwald. Geht vom Jägerlager aus Richtung Nordosten, folgt dem Pfad nach Osten, bis ihr nach Süden abbiegen könnt. Seine Hütte stand dort auf einer Lichtung. Da ihr manchmal vergesslich seid, werde ich es für euch niederschreiben. Danke. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja, ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Damit ich das richtig verstehe, wir suchen also nach einem Brevier, das einem Dämonologen gehört, den Seeker nach seinem Tod getroffen hat? Und das alles, um zu lernen, wie man verfluchte Objekte von ihren bösen Geistern befreit? Vergiss nicht Balthasar H. Frenhofers Lehren. Effizient, adaptiv. Versatil. Okay, ich glaube, ich würde das direkt machen. Viergott Waterburys Hütte suchen im Düsterwald. Wir werden wohl später hierher zurückkehren. Du kannst es kaum erwarten, oder? Was wollt ihr? Und wichtiger noch, was braucht ihr? Hat sie auch... Seeker? Werte Dame? Hat sie auch einen Laden? Nein, hat sie nicht. Okay. Wir machen uns auf den Weg. Sicher. Gut. Ja, okay. Ich würde tatsächlich... Was waren das? Warte mal kurz. Sind das diese Sachen hier? Ah. Wusste ich's doch. Ich hatte das im... Was sind diese goldenen Fragezeichen? Warum sind die golden? Hier ist eine Hütte. Da war ich sogar schon, oder nicht? Ich kann auch direkt schnell reisen, das ist kein Problem. Eine Spukermittlung sehe ich gerade nicht, leider. Aber was sind die goldenen Fragezeichen? Ja gut, wenn ich das Dingsbums habe, dann kann ich auch gleich hier noch diese Truhe öffnen. Nämlich hier ist eine verfluchte Truhe. Und dann kann ich auch noch schauen, was das hier ist. Das würde ich aber in der nächsten Folge, würde ich direkt in der nächsten Folge, glaube ich, machen. Kate's Biwak. Kate. Und hier geht es dann wahrscheinlich weiter. Hier gibt es auch keine Spukermittlungen, offenbar. Gut, hier lebt ja auch keiner. Aber siehst du, drei sind eigentlich noch offen im Düsterwald. Kommen wahrscheinlich später. Okay, also, ich werde schnell reisen. Kann ich von hier aus schnell reisen? Hier war doch auch irgendwo ein... Wo war denn das Lager? Ach, da hinten. Das Ritual der Freilassung erlernen. Das könnte natürlich wichtig sein. Ich weiß nicht, was in den Truhen ist, aber wahrscheinlich was Cooles, wenn es dafür ein Ritual braucht. Ups. Und vielleicht erfahren wir auch was von Viergott.
Das ist ein toller Name, ne? Feargood Waterbury. Richtig cool. So, Schnellreise. Zum Glück gibt's das, ey. Das wäre ja des Todes sonst. Theoretisch. Da hinten ist auch noch so eins. Weißt du was? Ich geh zuerst dahin. Ich will wissen, was diese goldenen Fragezeichen sind.